Der Sommer steht vor der Tür und den einen oder anderen von uns zieht es auch zum Spielen nach draußen. Worauf sollte man im Sommer achten, um ein maximal glückliches Instrument zu haben und ein maximal glücklicher Spieler zu sein? Darum geht es heute. Sommer, das ist Sonne, Eiscreme, hohe Temperaturen, schwimmen gehen. Die meisten von uns haben eher bei nassem und kaltem Wetter Angst um ihr Instrument, aber auch der Sommer birgt Gefahren. Deswegen aufpassen, nachmachen und unbeschwerten Sommer genießen. Auf geht's! Hallihallo und herzlich willkommen für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Sue Bonjamin von der Shamisen-Zentrale und ich mache hier für euch jede Woche ein frisches Video über Shamisen. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und drückt am besten gleich das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es was Neues gibt. Die Hauptgefahren des Sommers sind Hitze und Schwitze. Widmen wir uns erstmal der Hitze. Wie viele von euch wissen, lieben es mit naturbespannte Shamisen nicht, wenn sie starken Temperatur- und Klimaschwankungen ausgesetzt sind. Die Haut zieht sich zusammen, die Haut dehnt sich wieder, zieht sich zusammen, dehnt sich und das begünstigt ein vorzeitiges Reißen der Haut. Und das ist natürlich der Albtraum, den wir unbedingt vermeiden wollen. Ihr könnt natürlich draußen unbeschwert in der Sonne Shamisen spielen, aber wenn ihr fertig seid mit dem Spielen, lasst euer Instrument nach Möglichkeit nicht in der prallen Sonne liegen, sondern sucht ein kleines schattiges Plätzchen, wo es nicht ganz so heiß ist. Auch drinnen ist es ratsam, die Shamisen nicht mitten in der prallen Sonne liegen zu haben, sondern irgendwo hinzuschieben, wo es halbwegs kühl und schattig ist. Einfach aus der prallen Sonne in den Schatten legen, so einfach ist das. Man kommt im Sommer kaum drum herum zu schwitzen. Ist ja auch gesund und alles. Aber wir wissen, das Instrument, insbesondere die Haut, lieben Feuchtigkeit nicht. Und wir wollen die Haut vor unserer eigenen Feuchtigkeit, nämlich dem Schweiß, schützen. Ist dafür nicht das Dokake da, fragt sich jetzt der eine oder andere. Ja, aber mit dem Dokake schützen wir vor allem die vordere Haut. Die ganze hintere Haut, die ja so schön an unsere Rippen und an unserem Bauch anliegt, die ist komplett ungeschützt. Und genau da, wo wir schützen. Ganz einfacher Trick dagegen, eine extra Schicht Stoff zwischen euch und die Shamisen legen. Zum Beispiel euer Putztuch, das ihr sowieso immer dabei habt, das kann danach auch in die Wäsche. Ist sehr praktisch, aber ihr könnt auch alles Mögliche nehmen. Einfach noch eine Schicht zwischen euch und das Instrument legen, wenn ihr es euch auf den Schenkel setzt. Ganz besonders, wenn ihr oberkörperfrei oder bauchfrei spielt, weil es so warm ist oder weil das einfach eure Fashion-Wahl des Tages ist, unbedingt, wenn ihr Naturhäute auf der Shamisen habt, ein Tuch dazwischen legen, denn sonst habt ihr wirklich den unmittelbaren Kontakt zwischen der Rückhaut und eurer eigenen Haut und das ist wirklich nicht gut. Also. Außerdem besteht beim Oberkörper- oder bauchfreien Spielen die Gefahr, dass man mit seinen Knöpfen oder mit seinem Reißverschluss der Hose oder des Rocks oder was auch immer ihr untenrum tragt, gegen die Haut kommt und damit ihr euer Instrument nicht aus Versehen verletzt mit euren Metallteilen, die ihr am Körper tragt, einfach eine Schicht Stoff dazwischen legen. Im Sommer fängt man besonders leicht an zu schwitzen. Wenn ihr also zu denjenigen gehört, die bislang ihr Instrument nach dem Spielen nicht gründlich putzen, ist jetzt die richtige Zeit, sich das anzugewöhnen. Denn da wir mehr schwitzen, werden wir auch an den Fingerspitzen etwas mehr schwitzen und es lohnt sich wirklich, nach dem Spielen einfach einmal schnell den Hals abzuwischen und dann wird euer Holz sehr viel länger, sehr viel schöner aussehen. Im Sommer kann es auch für das Bocce ein bisschen gefährlicher werden. In einer schweißnassen Hand rutscht das Bocce mit seinem schönen glatten Griff leicht mal von der Stelle und es wird entweder unbequem oder im schlimmsten Fall rutscht es euch komplett aus der Hand, fällt auf den Boden und zerbricht. Ihr könnt einfach den Griff verkleiden und dafür gibt es vorgefertigte Lösungen, zum Beispiel diese kleine Gummimanschette.
Ja, die stülpt man sehr mühsam über den Griff. Kann man sich auch selber machen aus einem alten Fahrradschlauch und einer Lochzange. Und der passt glücklicherweise auch. Aber es ist etwas mühsam, den drüber zu stülpen. Dafür habt ihr dann den absoluten Grip. Und was auch geht und meiner Ansicht nach ein bisschen leichter ist, ist ein Kinesio-Tape zu nehmen oder diese Art von Tapes, die ihr benutzt, um einen Tennisschlägergriff zu umwickeln oder Fahrradlenker. Die tragen nicht so dick auf, halten gut und sind vor allem griffig. Also ausprobieren, nachmachen, glücklich werden und durch den Sommer spielen, egal was kommt. Das waren meine Tipps für euch für den Sommer. Ich hoffe, ihr könnt den Sommer jetzt umso mehr genießen und bleibt fröhlich, frisch und munter. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.